Erkennen Sie noch die Melodie? Richtig, so hörte sich das ab Mitte der 50er Jahre in Nürnberg, Fürth und Umgebung an. Der Individualverkehr lief noch relativ ungeregelt ab. Die vorhandenen Verkehrswege, weiß Gott nicht für derartige Anstürme erdacht, können dies nicht verkraften. Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung der Nachkriegszeit geht im ganzen Land eine starke Zunahme des privaten Autoverkehrs einher. Die täglich rollenden Blechlawinen beginnen in ungeahnte Dimensionen auszuarten. Staus auf den Hauptstraßen und Zubringerwegen, Verstopfungen an Einmündungen und Kreuzungen gehören bald zum alltäglichen Stadtbild. Im Innenstadtbereich gar wird die Freude am Fahren schnell zum Spießrutenlauf am Steuer. In schier endlos wirkenden Kolonnen staut man sich durch den Berufsverkehr dem oft so nahen und doch so fernen Ziel entgegen. Omnibusse und Straßenbahnen laufen zwangsläufig in den Verkehrsströmen mit und leiden an zahlreichen Stellen, vor allem in den verkehrsstarken Zeiten, unter immer massiveren Behinderungen. Verspätungen sind an der Tagesordnung, Fahrpläne nur noch Makulatur. Die Attraktivität des öffentlichen Personennahverkehrs würde bald beträchtlichen Schaden nehmen, wenn es nicht gelingt, diese Probleme in den Griff zu bekommen. Hinzu kommt noch die Anlage des neuen Stadtteils Langwasser, für den kein adäquates Nahverkehrsmittel zur Verfügung steht. Anfang der 60er Jahre gibt die VAG als erste Maßnahme ein Gutachten bei Professor Lambert aus Stuttgart in Auftrag, mit dem geklärt werden soll, wie eine stärkere Entflechtung des Stadtverkehrs erreicht werden kann. Der Verkehrsexperte kommt im Dezember 1962 zu folgendem abschließenden Ergebnis. Im Innenstadtbereich und auf einigen Außenstrecken soll die Straßenbahn unter die Erde verlegt werden, ansonsten aber im Kern erhalten bleiben. Eine vom Autoverkehr unabhängige Trassierung, wo immer es möglich ist, würde die Bahnen erheblich beschleunigen. Der Nürnberger Stadtrat folgt zunächst diesen Empfehlungen und beschließt am 24. April 1963 dann auch den Bau einer Unterpflasterstraßenbahn nach dem Lambert-Modell. Diese Entscheidung währt aber nicht lange, denn kaum liegt das Gutachten vor, beginnt vor allem im Stadtplanungsamt von neuem die Diskussion über Für und Wider der vorgeschlagenen Verkehrslösungskonzepte. Bis man schließlich zu dem Ergebnis kommt, dass auf Zwischenlösungen verzichtet und gleich eine klassische U-Bahn gebaut werden soll. Mit dem Bau einer verkehrsentflechtenden, dreiecksartigen Unterpflasterstrecke an der Bayernstraße erhält Nürnberg am 4. September 1938 seine erste unterirdische Straßenbahnstrecke. Einfahrmöglichkeiten bestanden von der Franken-, Allersberger- und neben der heutigen Münchner Straße. Unterirdisch vereinigten sich die Gleise zur Anfahrt der damaligen Haltestelle Kongresshalle, um dann jenseits der Frankenstraße, neben der heutigen Münchner Straße, als Rasengleis wieder an die Oberfläche zu gelangen. Die ungestörte Unterfahrung der heutigen Kreuzung Bayern-Münchner Straße war vollendet. Dieses erste unterirdische Bauprojekt Nürnbergs ist noch heute erhalten und wird in diesen Tagen von der Linie 7 zwischen Allersberger und der ehemaligen Haltestelle Kongresshalle, heute Bayernstraße, befahren. Die Gleisreste des unterirdischen Abzweiges in die Frankenstraße hingegen dienten jahrzehntelang der Unterstellung historischer Straßenbahnwagen. Heute werden sie als ergänzende Wagenhalle für Planzüge genutzt. . 1956 schließlich erscheint nochmals ein Projekt für die unterirdische Führung von Straßenbahnlinien. Zwischen Plärrer, Frauentorgraben und Hauptbahnhof sollen die Bahnen auf einer Länge von 4,5 Kilometer in den Untergrund. Das Vorhaben findet jedoch keine Zustimmung im Stadtrat.
In den 60er und 70er Jahren sind es die Straßenbahnen, die die Hauptlast der Personenbeförderung tragen. An der Peripherie der Großstadt werden sie von zahlreichen Buslinien unterstützt, die zumeist an den Endhaltestellen anbinden. Die Nachbarstädte Schwabach und Erlangen sind durch Buslinien an der Hohen Marter und in Thon mit Nürnberg verbunden. Fürth wird von 5 Straßenbahnlinien angefahren. In der Kleeblattstadt gibt es zusätzlich noch einige Buslinien, die wiederum das Fürther Umland an der Billinganlage ans Gesamtnetz anbinden. Von einer U-Bahn wird in diesen Tagen noch nicht so viel geredet. Man weiß zwar, da kommt etwas in der Zukunft, aber noch fährt kein Zug. Noch gibt es keine einzige Strecke, auf der die neuen Bahnen zu bewundern sind. Auf der Hochbahntrasse an der Stadtgrenze, dem ersten sichtbaren Vorboten des kommenden U-Bahn-Zeitalters, fährt immer noch die Straßenbahn. Die VAG führt als erster Verkehrsbetrieb in Deutschland dieses richtungsweisende Projekt ein und fügt der langen Tradition der Stadt Nürnberg als Technologiehochburg in Sachen Nahverkehr ein neues, zukunftsweisendes Kapitel hinzu.